Mein Lieblingslied ist das hier. Ich liebe Deutschland. So, meine Damen und Herren. Und eine Frau, die noch besser singen kann, die noch lustiger ist, noch besser aussieht und noch charmanter ist, kommt jetzt zu uns. Meine Damen und Herren, put your patch hands together for the one and only Queen of Comedy im deutschen Fernsehen. Herzlich willkommen, die wunderbare Anke Engelke. Spaß. Anke Engelke, meine Damen und Herren. Die wunderbare Anke Engelke. Herrlich. Ach, schön. Ja. Eine schöne Veranstaltung. Ja. Ich habe meine Stimme verloren auf dem Wege hierher. Warum? Feiner herab. Ich weiß es nicht. Ich habe innerhalb der letzten Viertelstunde 8 bis 17 Liter Alkohol zu reden. Also, okay, ich kann es mir nicht anders erklären, aber die ist jetzt weg. Wie feierst du Weltfrauentag? Weltfrauentag, indem ich hier bin und ja, und eine Frau bin an diesem Tag. Ja. Sonst bin ich privat auch mal ein Kerl. Aber ja. Nein, weil ich ja, weil ich finde, dass es wichtig ist, dass am Weltfrauentag Spiel spielen. Was? Bitte? Spiel spielen? Was? Was für ein Spiel spielen? Was denn für ein Spiel spielen? Was soll man denn für ein Spiel spielen? Hast du Bock auf ein Spiel? Ich habe dir was. Spiel spielen? Ich habe dir was, weil Frau. Hast du ein Spiel mitgebracht? Ich habe dir was mitgebracht, weil dort der Weltfrauentag ist. Ja. Habe ich dir ein bisschen was eingetuppert, Schatz. Ach so. Nicht? Weißt du, du sollst ja lernen, wie das ist. Und es gibt lustige Tupper. Es gibt ja ganz herkömmliche Tupper. Ja? Die kennen wir ja alle. Oh, bin ich kurz mal eingeschlafen. Total langweilig. Ganz langweilig mit verrückten Äpfeln drin und ja. So. Aber es gibt ja auch lustige Tupper, nicht? Ja, zum Beispiel. Man kann ja auch zum Beispiel ganz lustige. mit lustigen Fratzen drauf. Hast du Lust auf ein Stück Käsebrot? Ja. Ja? Das Beispiel. Kommt ja schon allein zu mir. Also wenn, ja. Also wenn du mal, wenn du Hunger hast, frag mich einfach. Wenn du im Laufe der Sendung jetzt ein bisschen Hunger hast, frag mich. Ja. Und dann gebe ich dir was. Das ist mein Beitrag zum Weltfrauentag. Einfach mal sagen, Tuppe, ja. Du sammelst die tatsächlich, ja? Ich sammle die nicht, sondern ich benutze die auch zudem noch. Was? Hier Möhren? Na klar. Hast du die jetzt nur zur Show mitgebracht oder schleppst du immer Möhren mit dir rum? Einfach nee, nur zur Show. Habe ich noch nie gegessen. Natürlich, weil ich die esse, Mann. Ja. Ja. Lecker Möhren. Ja. Mein Halbgericht. Was hast du da? Hast du bestimmt noch was in deinem Sack? Ja, zum Beispiel. Auch ein Wortwitz, oder? Ja, ja, gut. Ja, hier kann man zum Beispiel auch lustige Getränke reintun. Oh, lecker, lecker O-Saft. Das mische ich mir lustig in mein Wasser rein, oder? Trinkst du gerne O-Saft? Ich trinke gerne O-Saft. Ja. Wenn es gerade passt. Zum Beispiel jetzt. Ja, herrlich. Ja, so. Gut, hast du auch eine Frage an mich? Sag mal, man hört ja nicht, also man weiß ja nicht viel über dich privat. Ja. Aber, sag mal, wie ist das denn so? Worauf stehst du denn privat so im Bett? Sag ich nicht. Ein Brüller. Ja. Ein Brüller. Sollen wir nicht immer das Spiel spielen? Ich weiß gar nicht, welches Spiel. Ich weiß auch nicht, welches Spiel. Spiel. Bitte, welches Spiel? Frage-Antwort-Spiel mit. Ach so! Ja, ich bin nicht da! Ich bin nicht da! Ja, alles klar. Ich bin im Urlaub. Ich bin. Ach, das Spiel spielen! Ach so! Ach, ja! Spiel spielen. Natürlich! Ach, Mutter, ich hab dir doch gesagt, du sollst dich immer während der Sendung anrufen. Wie geht's denn deinen Eltern? Denen geht's gut. Ich möchte Wie geht's den Hunden? Ja, auch gut. Danke. Das ist doch das Gleiche bei mir. Nein. Scherz? Am Weltfrauentag? Ja, man wird doch mal am Weltfrauentag einen Scherz machen können. Ein Spitzenwitz? Ja. Ich möchte mal ein paar Fotos zeigen. Von dir privat? Ist nicht demnächst irgendwie dieses 5-jährige Jubiläum der Wochenshow? Doch. Der du lange zugehörig warst. Oh ja. Und, ich gehörte ja zu den Gründungsmitgliedern. Genau. Und jetzt haben wir mal Fotos anfertigen lassen für unsere kleine Programmzeitschrift TV Total. Da ist ja jetzt eine andere sensationelle. Und wir haben da Fotos machen lassen von dir zusammen mit der neuen jungen Dame, die da mitspielt, mit Annette Frier. Und ich finde, das sind ganz tolle Fotos. Gerade am Weltfrauentag freue ich mich, meine Damen und Herren, Ihnen die präsentieren ja, zu können. Schon. Ja. Welche Kamera soll ich machen? In diese. Schauen Sie mal, ist das nicht ein tolles Foto? Annette Frier und Anke Engel zusammen. Na, was sagen Sie jetzt? Ah, stopp den Stutenbiss! Ja. Riesige Bilder. Oder das hier. Auch schön. Was ein bisschen schwierig finde ich ja. Zärtliche Cousinen. Herrlich. Ein bisschen schwierig finde ich ja, dass man bei euch auf der Zeitung immer kniepen muss.
Muss man nicht immer. Wir haben beide eh schon nicht die größten Augen. Und das ist ganz, muss man immer, warum? Was ist so zwanghaft? Nee, man muss eigentlich lustig nicht. Lustig sein, oder? Ja, es ist eigentlich nur, war nur so eine Idee irgendwie. Ja, aber ich habe da 48 Stunden die Augen geknickt. Ja, mittlerweile fanden die Idee alle scheiße. Haben wir auch mittlerweile wieder sein gelassen. Mhm. Oh, warte mal, ich muss mal gucken, wie ich mich hinsehe. So. Hallo. Ja. Hallo. Ist für welche Frage? Denn so, hier ist ja, das ist ja ungünstig. Fällt mir jetzt auf, ja. Wo ich hier so, oder? Das sollte man nicht tragen. Naja, nächstes Mal komme ich anders, nicht? Ja. Was machst du auf den Scheiß? Ich mache hier das. Ich werde einfach die Kissen drapieren. Bitte? Ich werde einfach die Kissen drapieren. Ja. Ich drapiere die da so hin. Woher kommt das? Weil das so eng ist. Das Oberteil. Ich wusste nicht, wohin damit. Oben habe ich mir verkleinern lassen. Ne? Ja. Unten habe ich. Das kommt alles unten raus. Das quillt da raus. Ja, ähnlich wie bei dir. Bürger, aufpassen! Bürger, das ist der im Ton, der Mann, wissen Sie? Dann wird, da kommt der Gag besser. Achtung, alles klar? Das muss auch mal sein am besten. Ja! Lass mich doch mal machen. Anke Engelke, meine Damen und Herren, die wunderbare Anke Engelke, heute bei uns zu Gast. Ja, ja, ist gut. Du hast ja, ja, ist gut. So, dein Mikro ist rausgerutscht. Darf ich das dran machen? Warte mal. Nee. Jetzt ist die Stimme ganz weg. Ja. Ey, was ist denn hier los? Wo ist denn die Stimme auf einmal weg? Ach, ich habe so viel Heroin genommen. Keine Ahnung. Himmels Willen. Ich weiß nicht. Du hast mich am Anfang da. Warst du doch am Anfang der Sendung, oder? Ich? Nee. Ja. Du hast mich toll nachgemacht. Vielen Dank. Diese ganzen Gesten. Ja, das geht. Wir haben noch keine. Das Gesicht stimmt nicht, aber die Arme stimmen. Das ist jetzt ein Kompliment, oder was? Ich weiß gerade auch nicht. Lass mal wirken. Sollen wir mal zeigen? Für mich wäre es praktisch, wenn ich zum Beispiel. Eine Urlaubsvertretung. Ja, wenn ich zum Beispiel keinen Bock habe, meine Arme jetzt mal, sagen wir mal, so zu bewegen, könntest du das ja für mich machen. Oder? Alter Trick? Ja. Hallo. Ja, Trick, so. So, na, meine Damen und Herren. Ja, Moment. Meine Damen und Herren, wir haben doch keine Zeit. Ja? Meine Damen und Herren, ich bitte Sie. Bitte. Ja. Lassen Sie mich mal nachdenken. Was haben wir denn heute? Ja, hier. Was haben wir denn heute in der Sendung? Ah, mich kratzt am Sack irgendwie. Täuschen echt das aus, oder? Ja. Ah, die Winzekabine. Ach, das. Wie findest du Frank? Frank macht das so großartig und ich glaube, der hat auch richtig Lust. Ja, super, danke. Der Frank, wollte das gerne machen. Frank ist ein Riesentyp, oder? Der ist aus Frank aus Gütersloh, oder? Ja, richtig. Also extra heute Abend deswegen hierher gekommen. Zum Witz erzählen. Zum Witz erzählen. Deswegen, nein. Extra aus Gütersloh. Du Karrieretyp. Was machst du in Gütersloh? Ich wohne da. Ja, ja. Ach, natürlich. Ja, ja, gut. Natürlich. Was eine Frage, sage ich nicht. Ein interessanter Job, wohnen, oder? Was machst du beruflich? Hier. Konstrukteur. Was? Konstrukteur. Konstrukteur? Ja. Was konstruierst du denn? Maschinen. Ah, Maschinenkonstrukteur. Ach, guck mal. Ja, sieht ein bisschen aus wie Carsten Janker, oder? Ja, oder so auch ein bisschen. Ja, oder? Wie sieht er aus? Nee? Nee, sieht aus wie... Gottfried Fischer, nein. Einer von der Post, da in seinem komischen Kabinchen. Ja, genau. Wollen wir noch einen Witz hören? Okay, gerne. Wollen wir noch einen Witz hören? Welcher ist denn nicht schlecht hier? Witz Nummer 6. Nummer 6. Warum haben viele Männer O-Beine? Unwesentliches wird immer in Klammern gesetzt. Du musst ihn präsentieren, Mann.
Du musst ihn verkaufen, den Witz. Du hast das Zeug, Witz, weißt du? Du hast das Zeug. Aus dir wird man ganz großer. Ja. Und du musst nur wirklich was geben. Ich meine, mach ihn nochmal den Witz, aber und mach ihn mal raus. Und lustiges Gesicht. Nicht so, warum haben Männer viele Männer O-Beine? Unwesentliches wird in Klammern gesetzt. Ich muss sagen, warum haben viele Männer O-Beine? Ja? Unwesentliches wird in Klammern gesetzt. Ja. Und dann die Hose auf auch. Ja. 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 Und ein bisschen mach mal Witz Nummer eins, aber bitte mal verkaufen jetzt. Und zieh dich mal aus oder irgendwas. Ja. Woran erkennt man, dass ein Mann sexuell erregt ist? Er atmet. Och, der hat aber Potenzial. Der hat Potenzial, ja. Ich weiß auch nicht, wo. In Gütersloh kommt sowas tierisch an. Ja, Gütersloh, da ticken die Uhren anders. Ja, ja, da ticken die Uhren anders. Weltfrauentag, Frank, auch für dich ein Thema? Ja, natürlich. Hm? Kannst du ruhig reinsprechen, Schatz. In das Mikrofon. Er macht ja so, weiß ich nicht, Gütersloh. Gütersloh. Mein Fuß kann sprechen, Gütersloh. Ja. Nein. Nein, lass den, der Frank muss noch ein bisschen üben. Frank, kommst du Montag wieder? Natürlich nicht. So, es gibt ja, wollen wir nicht mal was zum Weltfrauentag, ein tolles Frauenduett singen? Nee. Und wir haben drüber nachgedacht, aber es gibt irgendwie gar nicht so viele. Nee, es gibt nicht Frauenduette. Nee. Was gibt es? Ich kenne nur so ein paar, so, ich stehe auf Baccarat. Soul. Baccarat. Ja, Baccarat. Sorry, I'm a lady. Aber yes, sir, I can boogie. Nee, kommt nicht in Frage. Was gab's sonst noch? Dann gab es noch von Annie Lennox und Aretha Franklin, Sisters are doing it themselves. Ja, auch Frauen machen sich, ja. Was? Pfui, mein Lieber. Aber ja, ja, gut. Oder aber Deutsch, wenn dann nur was Deutsches singen, oder? Mein Lieblingsduett ist aber kein Frauenduett. Sondern? Kennen Sie noch von Dieter Hallervorden und Helga Feddersen? Die Wanne ist voll. Kennen Sie das? Dieter Hallervorden? I speak English. Sollen wir singen? Dann mache ich Helga. Die Wanne. Du machst Helga Feddersen und ich mache Dieter Hallervorden. Moment, mit der werde ich sowieso oft verwechselt. Ah, gut, die Wanne ist voll. Da müssen wir natürlich dementsprechend dann auch gut aussehen für. Und wie durch Zufall habe ich eine Taucherbrille hier für dich. Also mir steht sie gut. Ja. Wer es tragen kann. Gut. Hast du ein Mikrofon? Ja. Soll ich den Schnorchel singen? Was? Ach, dann machen wir gleich. Hat der gute Textverständlichkeit, Stefan. Okay. Band, bitte. I speak English, I can dance, and I look unheimlich gut. I have always gute Chancen. What say you denn da dazu? I step you zu, you are echt nicht schlecht. And your Stimme ist ein Hit. I want to be deine Partnerin. You sing for an Isaac mit. You sing for an Isaac mit. Du, die Wanne ist voll. Oh, oh, oh. Die Wanne ist voll, mein Mund. Das ist ja gar nichts mehr. I want to be deine Partnerin. Das ist ja gar nichts mehr. Ja, aber es steht dir gut, solltest du öfter tragen. Aber es gibt noch ein Duett, was wir fabelhaft machen können. Mir war das auch nicht zu stramm. Hast du dich liften lassen, oder? Was soll denn die Frage jetzt? Ja, zeig doch mal. Mach doch mal. Es ist Weltfrauentag. Jetzt mach doch mal. Sprich dabei. Sprich. Ja, sprich dabei. Sprich dabei. Wie heißt das? Mach jetzt. I want to be deine Partnerin. Ja.
Ah, es ist wie ein Kindergeburtstag bei dir. Ja, ehrlich, herrlich, oder? Jetzt machen wir noch was anderes. Kennst du noch Roy Black und Anita? Ja, muss ich Anita singen? Du bist Anita. Anita war, glaube ich, damals 4 oder wie alt? Jedenfalls 9. Der Roy Black, der war groß und Anita war ganz klein und kam irgendwie aus Holland oder so. Ja? Ja. Und Roy Black? Musst du aber Zöpfe machen. Kannst du Zöpfe machen? Zöpfe machen? Ja, dann musst du aber ein schwarzes Toupet tragen. Duh! Ja, hab ich nicht. Ist egal. Schön ist es, auf der Welt zu sein. Aber die war sehr klein und er war sehr... Ich hab einen Trick, pass mal auf. Ja, vertraue mir. Ja, genau. So, dann wollen wir das jetzt mal machen. Die war ja ganz klein, die Anita. Ja, ich hab's schon verstanden. Die war übrigens später mal mit Mike Oldfield verheiratet dann. Hast du das auf der Klugscheißerschule gelernt? Ja. Das hast du von mir. Ah. Gut. Wie ging das denn noch? Okay, gut. Und bitte, Achtung. Das Schönste am ganzen Tag, das sind die Pausen. Das ist auch immer in der Schule so. Das Schönste im ganzen Jahr, das sind die Ferien. Das macht auch immer unser Lehrer froh. Da kann man endlich tun und lassen, was man selber will. Dann sind wir alle fröhlich und keiner ruft sein Schild. Das Schönste im Leben ist die Freiheit, denn dann sagen wir Hurra! Schön ist es, auf der Welt zu sein, sagen die Bienen zu dem Stachelschwein. Du und ich, wir stiften ein. Schön ist es, auf der Welt zu sein. Cha, cha, cha. Angelika! Ja! Ha. Hat Ihnen gefallen, was? 1, 2, 3, 4! Schön! Du und ich, wir stimmen ein. Schön ist es auf der Welt zu sein. Wir sollten daran denken, dass nach uns auch noch eine Sendung ist. Und zwar... Hier, Girls Camp. Nee, das ist aber euch. Anke, die Serie. Nee, auch nicht. Danke, Anke, die Weihnachtsshow. Nein. Wochenshow Classics, Wiederholung. Wiederholung von der Wiederholung. Ja, Anke, dass du heute hier warst, das war sehr, sehr schön. Tschüss, bis Montag!